Hast du das gehört, mein Alter? Woher wissen diese Radiofritzen das alles? Marktropolis wünscht gute Unterhaltung. Hier ist Königs Wusterhausen mit einer Sondermeldung. Tom Shark in Berlin. Wer ist Tom Shark? Nur wenige unserer Hörer kennen diesen kühnen Mann, kennen ihn nur aus kurzen Notizen der amerikanischen Presse, die schon seit Jahren von seinen kühnen, oft fast unglaublich anmutenden Heldentaten zu berichten weiß. Tom Shark, der unübertroffene Meisterdetektiv, ist nun endlich heimgekehrt. Heimgekehrt? Ja, heimgekehrt nach Deutschland, denn in Deutschland wurde er geboren, das Blut einer deutschen Mutter fließt in seinen Adern. Tom Shark befindet sich also augenblicklich in Berlin, der Heimatstadt seiner Mutter, wo er auch einen Teil seiner Jugendjahre verbrachte. Mit ihm kam sein unzertrennlicher Freund und Gehilfe Dr. Pitt Strong, der die gefährlichen Kriminalfälle, welche Mr. Shark auf so unnachahmliche Weise gelöst hat, seit Jahren hautnah miterlebt und dokumentiert. Ergänzt wird dieses dynamische Duo durch den treuen Mohren und Hausdiener Bill. In seinem komfortablen Heim in der Wallotstraße will sich Mr. Shark nun zur Ruhe setzen. Doch als wahrer Abenteurer wird er die Verbrecherjagd gewiss nicht lange ruhen lassen. Heute Abend wird der amerikanische Club Mr. Shark im Hotel Kaiserhof den gebührenden Empfang bereiten. Berlin heißt seinen heimgekehrten Sohn aufs Herzlichste willkommen. Pitt, hast du das gehört, mein Alter? Woher wissen diese Radiofritzen das alles? Da hat doch wer geplaudert, right? Vielleicht sollten wir uns Bill mal vorknöpfen. Also bitte. Bill ist als mein treuer Diener länger an meiner Seite als du, you know? Er ist absolut integer und verschwiegen wie ein Grab. Ich hab da jemand anders in Verdacht. Tom, du glaubst doch nicht etwa... Ich kenne da jemand, der gerne damit prallt, bei all meinen Abenteuern dabei gewesen zu sein. You remember? Ich bitte dich. Niemand freut sich mehr auf unseren wohlverdienten Ruhestand als ich. Beruhige dich. Cool down. Nimm einen Ägyptisch. Gerne. Je, die Klienten werden bald Schlange stehen vor unserer Tür. Sie hätten ja nicht gleich unsere Adresse ausposaunen müssen. Die Leute kommen ja wieder weg. Als ob du jemandem in Not die Hilfe verweigern würdest. Yes, du kennst mich allzu gut, mein Alter. Wo immer ein Unrecht geschieht... Mr. Shark, Mr. Pitt. Bill, bitte unterbrich mich nicht. Wo immer finstere Nächte... Es ist bereits 6:15. In einer Dreiviertelstunde sollten Sie frisiert und angemessen gekleidet im Kaiserhof erscheinen. Teufel auch. Er hat recht. Schnell ins Ankleidezimmer. Tom, ich werde mir von deiner Pomade nehmen, wenn du nichts dagegen hast. Nur zu. Ich rauch noch zu Ende. Bill, fahr doch schon den Wagen vor, okay? Sehr wohl, Mr. Shark. So froh ich auch war, dass wir der Hektik New Yorks entkommen waren, schwante mir doch, dass der Frieden in unserer neuen Heimat nicht allzu lange währen sollte. Mein lieber Freund Tom, Meisterdetektiv und Tausendsasser, der es durch die Zahlungen dankbarer Klienten zu beachtlichem Wohlstand gebracht hatte, war viel zu sehr Draufgänger, um sich lange auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Kurz vor 7 erreichten wir mit unserem Automobil das Grand Hotel Kaiserhof. Beeindruckend. Selbst wenn man amerikanische Dimensionen gewöhnt ist. Oh yes. Ja, sehr geschmackvoll. Schon von außen. Aber was soll die schwarz-weiß-rote Flagge? Sind die deutschen Farben nicht schwarz-rot-gold? Ich habe darüber gelesen. Die Eigner sind wohl Anhänger der deutsch-nationalen Bewegung. Yeah, das mag ich so an den Deutschen. Sie sind unbeugsam stolze Mensch. Hey! Herr, bitte Kohle, Feinpinkel. Flossen hoch.
oder brenne euch ein Loch in den Pelz. Hm? Oh, wie schön, eine Luger. Darf ich mal sehen? Hey, leid mich. Gib das Ding wieder her. Das ist meine Pistole. Komm, um Gottes Willen. 9 mm, kaum gebraucht. Mit dieser gut gepflegten Waffe ist dem Geruch nach noch nie geschossen worden. Was wollen Sie für das gute Stück, junger Mann? Was? Du tickst ja wohl nicht richtig, hä? Wären Sie mit 100 Mark einverstanden? Na gut. Bitte sehr. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Thank you, sir. Er türmt. Soll ich ihn aufhalten? Unsinn. Wir müssen zum Empfang. Schon vergessen? Oh yeah, schön. Hast du nicht schon eine Luger? Waffen hat man nie genug, mein Alter. Hier hinein, let's go. Mr. Sharp, Mr. Strong, sind Sie es wirklich unwahrhaftig? Sie schickt der Himmel. Mr. Thompson aus London. Oh, Sie erinnern sich an mich sehr gut. Ich wähnte Sie in New York. Ja, wir planten uns hier in Berlin zur Ruhe. Sie müssen mir helfen. Es ist eine Katastrophe. Hat jemand Ihr Kieswerk überfallen? Wie meine? Kleiner Scherz. Sie sind der Direktor der Nationalbank, nicht wahr? Köstlich. Er kann es einfach nicht lassen, Mr. Thompson. Meine Herren, mir ist gar nicht zum Lachen zumute. Ich bin mittlerweile Generaldirektor der UHG, dem Aktienunternehmen, dem die 4 größten Hotels Londons gehören. Was mir gerade widerfährt, ist nichts im Vergleich zu den Banküberfällen, zu deren Aufklärung Sie derzeit beigetragen haben, Mr. Sharp. Darf ich Sie auf eine kurze Unterredung in den Lesesaal bitten? Dort sind wir ungestört. Nun, 10 Minuten. Selbstverständlich, so viel Zeit muss sein, Pitt. Wir können doch unseren alten Freund Mr. Thompson nicht im Stich lassen. Ach, na schön. Großartig. Bitte folgen Sie mir. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Vergessen Sie das. Was ist denn da los? Ach, ihr findet das monatliche Treffen des Literatenzirkels statt. Hat dir diese aufgebrachte junge Frau gerade zugezwinkert, mein Alter? Na. Was? Du träumst wohl. Vielleicht hatte sie was im Auge. Nehmen Sie doch Platz. Thank you, Sir. Darf ich Ihnen eine ägyptische anbieten? Oh, mit dem größten Vergnügen. Nehmen Sie eine Eckstein? Da sage ich nicht nein. Ich nehme auch. Was bedrückt Sie, mein Bester? Ich erhielt vorhin ein äußerst unangenehmes Telegramm. Ich will offen sein. Meine Existenz steht auf dem Spiel, wenn nicht bald Licht um diese Affäre kommt. Kommen Sie zur Sache, bitte. Na schön. Es geht um unglaublich raffinierte Hoteldiebstähle, die in den letzten Wochen bei uns verübt wurden. Geld, Juwelen, Wertsachen wurden über Nacht aus den fest verschlossenen Zimmern der Gäste entwendet. Selbst die doppelte Anzahl von verdeckt arbeitenden Detektiven unter dem Kellnerpersonal half nichts. Selbstverständlich zahlten wir den geschädigten Ersatz, mittlerweile annähernd 100.000 Pfund. Ganz zu schweigen von dem nicht zu beziffernden Schaden, den unser guter Ruf genommen hat. Üble Gerüchte machen die Runde. Man redet schon vom Hotelgespenst. Donnerwetter, haben Sie denn nicht die Polizei eingeschaltet? Wir sind gut versichert und natürlich auf Diskretion bedacht, aber ewig kann das so nicht weitergehen. Man droht mit der Entlassung des gesamten Direktoriums, wenn nicht bald Abhilfe geschaffen wird. Nun gab es 8 Tage lang keinen weiteren Vorfall und ich wollte schon Hoffnung schöpfen, dass dieser ganze Spuk vorbei sei. Dann dies. Lesen Sie. Wie ist vor, mein Alter? Heute Nacht Hotel Bristol. Petroleummagnat Rockfeld, seiner gesamten Barschaft, $200.000 beraubt. Stop. Liftboy und junge Dame Miss White, spurlos verschwunden. Stop. Stafford. Man, wer ist Stafford? Roger Stafford ist der eigentliche Direktor des Hotels Bristol. Während meiner Abwesenheit unterstehen ihm auch die 3 anderen Hotels. Ein sehr cleverer und gerissener Mensch, der sich selbst die Nächte um die Ohren schlug, um die Gauner zu ertappen. Aber auch er konnte nichts erreichen.
Wenn Sie uns nicht helfen, Mr. Shark, dann müssen wir wohl doch Scotland Yard zur Hilfe holen. Tom? Was meinst du? Oh nein, ich kenne dieses Gesicht. Sehen Sie diese Falte über seinem rechten Auge, Mr. Thompson? Und wie sein Ohr beinahe unmerklich zuckt? Ja, aber was bedeutet das? Verträgt er den deutschen Tabak nicht? Sie haben das Raubtier, Mr. Shark, geweckt. Die Katze lässt das Mausen nicht. Sie haben den Hai am Haken. Genug der zoologischen Metaphern, mein Alter. Hast du Lust? Habe ich eine Wahl? Ich wusste, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Ich danke Ihnen. Ich werde sogleich Mr. Stafford telegrafieren. Nehmen Sie wieder Platz, Mr. Thompson. Geben Sie Stafford nicht Bescheid. Ich halte es für klüger, wenn Dr. Strong und ich inkognito in Bristol ermitteln. Sonst sind die Gauner gewarnt. Zu keinem ein Wort. Okay? Vertrauen Sie niemandem. Nobody. Wie überaus schlau und vorausschauend gedacht. Ich pflichte Ihnen bei, die Taktik der Vorsicht hat sich noch immer bewährt. Und wir arbeiten nun mal am liebsten alleine. Ich werde morgen nach London zurückkehren. Meine Verhandlungen mit dem hiesigen Hotelkonzern sind abgeschlossen. Wann gedenken Sie... Auch wir werden uns gleich morgen auf den Weg machen. Ich informiere Sie über unseren Aufenthalt in Bristol, sobald ich es für richtig halte. Right? Gut. Die UHG wird Sie reich belohnen, wenn Sie diesem Gespenst endlich das Handwerk legen. Ich setze größtes Vertrauen in Sie. Wiedersehen. See you, Mr. Thompson. Seien Sie zuversichtlich, denn wo immer ein Unrecht geschieht... Komm, wir sind spät dran. Ah ja. Wiedersehen, die Herren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Tom Shark. Das ist eine Fügung des Himmels. So schnell ist es vorbei mit der Erholung. Und ich hätte mich schon so auf die Gartenarbeit gefreut. Warte kurz im Foyer auf mich, mein Alter. Ich muss eben noch was erledigen, you know? Der Empfang, Tom. Ich spute mich. Oh, und hol bitte Bill aus dem Wagen. Wozu? Wir schicken ihn voraus. Er soll sich schon mal in Bristol umsehen, okay? Vielleicht bemerkt etwas Verdächtiges. Na, der wird sich freuen. Er war schon traurig, dass Schluss ist mit der Verbrecherjagd. Warte, renn mir doch nicht davon. Warum fahren wir denn nicht doch gleich nach London? Mein Alter, hast du es nicht bemerkt? Was denn? Du hast es wirklich nicht bemerkt? Junge, du brauchst wohl bald neue Augengläser, right? Unser Gespräch wurde belauscht. Da stand jemand hinter der Glastür, die zu den Festsälen führt. Ich bemerkte ihn leider auch zu spät und er verschwand wie ein Spuk, als ich kurz aufsah. Konntest du ihn erkennen? Wer war das? Leider nein, damn it. Aber ich schätze, das werden wir früher erfahren, als uns lieb ist. Bin gleich wieder bei dir. See you. Tom verschwand und kehrte kurz darauf zurück. Ich konnte gerade noch beobachten, wie er hastig einen Brief in der Tasche seines Jacketts verschwinden ließ. Wir instruierten den treuen Bill, was er in London zu tun hatte, setzten ihn in ein Taxi und begaben uns endlich zum Festsaal, wo uns ein wahrhaft rauschender Empfang bereitet wurde. Trotz der herzlichen Begrüßung und des fantastischen Unterhaltungsprogramms, das uns zu Ehren geboten wurde, wirkte Tom die ganze Zeit über sonderbar abwesend und zerstreut. In Gedanken war er wohl schon bei den anstehenden Ermittlungen. In einer Pause nahm er mich beiseite und wir beschlossen, noch in dieser Nacht nach London aufzubrechen. Gegen 4 Uhr in der Frühe bestiegen wir unser Automobil. Da ich Bills besonnene Fahrweise gewohnt war, war mir nicht ganz wohl mit Tom am Steuer, der so fuhr, wie er Verbrecher jagte. Halsbrecherisch, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf halbem Weg zur Wallotstraße bemerkten wir, dass uns ein Motorradfahrer verfolgte. Was ist denn los mit dem Kerl? Er muss total betrunken sein. Sieh nur, er fährt im Zickzack hinter uns her. Ganz nüchtern bist du aber anscheinend auch nicht mehr, Tom. Kannst du nicht etwas langsamer... Er überholt uns. Fast hätte er uns gestreift. Hey, pass doch auf, du elende Halunke. Er wendet mitten auf der Fahrbahn. Der hat es auf uns abgesehen. Peter, steigen Sie ab und nehmen Sie die Schutzbrille vom Gesicht oder ich schieße. Jetzt hält er genau auf uns zu. Er wird uns rammen. Nach rechts. Zieh nach rechts. Verschließ ihm die Reifen. Du, sie ist nicht geladen. Sehr. Die Reifen geht zu meiner großen Schutzbrille.
Krankenhaus. Der Motorradfahrer. Tom. Oh Gott, er wird doch nicht... Na? Frisch und munter, mein Alter? Hm? Come on! Tom! Gott sei Dank. Geht es dir gut? Was ist passiert? Das war ein Attentat. Cool. Der Fahrer ist kurz vor der Kollision abgesprungen und benutzte sein Motorrad als fahrende Bombe. Hervorragend. Ah, mein Schädel brummt wie eine kaputte Radioröhre. Das Auto ist hin. Was ist daran hervorragend? Jemand wollte uns töten. Und somit haben wir die perfekte Tarnung, right? In der Zeitung wird stehen, dass wir noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen, sodass uns wirklich niemand in London erwartet, wenn wir heute Abend dort eintreffen. Nobody. Heute Abend? Was werden die Ärzte dazu sagen? Ich weiß nicht, ob ich aufstehen kann. Eine kleine Gehirnerschütterung. Dein Kopf machte recht unsanft Bekanntschaft mit dem Armaturenbrett. Ja. Nimm eine ägyptische. Und dann flugst nach Hause zum Umziehen. Wir reisen als Mr. und Mrs. Blade. Mrs. Blade? Willst du damit sagen? Du hast es erfasst, you know? Mit deinem ohnehin nur inselförmigen Bartwuchs und deinen weichen Zügen wirst du eine perfekte Millionärsgattin abgeben, okay? Ah, nicht schon wieder. Ich glaube, mir wird übel. Come on! Ich helfe dir auch beim Korsettstrang ziehen. Jetzt aber raus aus den Federn! Hastig eilten wir nach Hause, zogen uns um und machten uns auf den Weg. Die Fahrt über den Ärmelkanal verbrachte ich, sicherlich auch infolge meiner Gehirnerschütterung, über die Reling gebeugt, während Tom rauschend auf einem Liegestuhl am Deck lag. Wir trafen gegen Abend in London ein. Unsere elegante Garderobe und die eigens gekauften Koffer machten den Eindruck sehr begüterter Amerikaner. Es war nicht das erste Mal, dass ich in Weiberröcke schlüpfte. Schon bei früheren Ermittlungen hatte mich Tom, der ein wahrer Meister der Maske war, zur Tarnung in seine Gattin oder seine Mutter verwandelt. Als Ehepaar Blade buchten wir die besten Zimmer in Bristol. Tom verschloss die Tür hinter uns, hängte die Schlüssellöcher ab und machte sich daran, die Räume einer peinlich genauen Untersuchung zu unterziehen. Meinst du, die Diebe schlagen heute Nacht schon zu? Wir haben die Wände Ohren. Willst du, dass unsere Tarnung aufliegt? Hm? Nein, ich... Ich gehe schon mal zu Bett und lese noch etwas, Darling. Das war eine furchtbar anstrengende Reise. Geh nur, mein Häschen. Ich komme gleich nach. Ich öffne nur eben den doppelten Boden unseres Reisekoffers, in dem sich unsere Waffen befinden, you know. Nenn mich gefälligst nicht Häschen. Oh nein. Wo ist denn die verdammte Browning hingerutscht? Dieses blöde Korsett. Kommst du, Darling? Bin schon unterwegs. Kannst es wohl nicht mehr abwarten, ha? Sollen wir noch ein bisschen kuscheln? Auf mit dem Unsinn, Tom. Ich finde das nicht komisch. Bist du verspannt, mein Alter? Wir sind wieder im Einsatz. Freust du dich nicht? Weiß nicht. Wir liegen hier auf dem Präsentierteller und warten darauf, von einer Bande gewalttätiger Hoteldiebe überfallen zu werden. Ist doch aufregend. Ich konnte nichts Verdächtiges entdecken. Morgen machen wir Bill ausfindig und lassen uns Bericht erstatten. Er hat bestimmt schon jemanden im Verdacht. Ruhe sanft, mein Alter. Gute Nacht. Wir können Frauen nur in sowas schlafen. Ich bekam kein Auge zu. Es waren hier immerhin nicht nur Wertsachen, sondern auch Personen verschwunden, nämlich der Liftboy und die junge Miss White. Wenn hier Mädchenhändler am Werk waren, lief ich dann in meiner Aufmachung mit Perücke und Nachthemd nicht selbst Gefahr, entführt zu werden? Gegen 3 Uhr morgens ließ mich der dumpfe Schrei einer Frau im Bett hochfahren. Tom, hast du das gehört? Was denn? Das muss nebenan gewesen sein. Komm mit. Gut, dass ich... Beruhigen Sie sich doch, Madam. Ich habe es ganz genau gesehen. Da war jemand im Zimmer. Gut, dass ich stets hellwach und einsatzbereit bin. Von wegen.
Du hast geschnarcht wie ein Bierkutscher. Wahrscheinlich abermals ein versuchter Frauenraub. Denk an die verschwundene Mrs. White, you remember? Das wird noch höchst spannend hier. Meinst du? Wir gingen wieder zu Bett und fielen im Glauben, dass das Phantom heute Nacht nicht mehr zuschlagen würde, in tiefen, leider allzu sorglosen Schlaf. Denn am nächsten Morgen waren unsere Brieftaschen sowie unsere beiden Revolver von den Nachttischen und Toms komplette geschmuggelte Waffensammlung einfach verschwunden. Dabei waren die Türen fest verschlossen und nirgendwo fand sich auch nur der leiseste Hinweis auf einen Einbruch. Unbegreiflich. Was nun? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sofort abreisen. Warum? Mein Alter, denk doch mal nach. Manny Traynor, wenn die Gangster unsere Brieftaschen haben, dann wissen sie jetzt auch, wer wir sind, you know? Unsere Tarnung ist futsch. Teufel, du hast recht. Natürlich habe ich recht. What's that? Da ist jemand an der Tür. Er kommt herein. Den schnapp ich mir ab. Auf den Boden mit dir! Master Strong! Der Liftboy. Es ist der neue Liftboy. Er ist der Dieb. So, Menschen, jetzt hab bitte ich lassen dich. Sie mich los! Bill! Ich habe dich gar nicht erkannt. Diese angeklebte, kantige Nase, right? Tja, Bill hat viel von mir gelernt. Und ich habe mich schon gewundert, was dieses anzügliche Zwinkern gestern im Aufzug sollte. Wie hast du den Posten denn so schnell bekommen? Schwarze sind ja anscheinend sehr begehrt. Zumindest in niederer Anstellung. Ich habe mich auf ein Inserat in der Zeitung gemeldet. Der alte Liftboy ist doch verschwunden. Weißt du Näheres darüber? Eine unheimliche Geschichte, Mr. Shark. Die Direktion hat auf die Ergreifung des Diebes ein Kopfgeld von 1000 Pfund ausgesetzt. Der Liftboy war deshalb ganz versessen darauf, das Hotelgespenst zu überführen und wurde dabei wohl etwas zu neugierig. Eines Abends fuhr er einen Gast in den fünften Stock und der Fahrstuhl kam leer zurück. Seither ist er wie vom Erdboden verschluckt. Hast du schon jemanden von den Guests oder vom Personal in Verdacht? Leider nein. Aber die Dame im Zimmer neben ihnen, ein geschwätziges Zimmermädchen, hat mir erzählt, sie sei in der Nacht aufgewacht, weil etwas ihr Gesicht streifte. Die junge Frau schwor, dass es eine Stange war, an deren Ende ein chloroformgetränkter Wattebausch befestigt war. Mädchenraub, ich ziehe mich um. Nicht so voreilig, mein Alter, du wirst nicht geraubt werden. Wir reisen ganz offiziell ab und können in neuer Verkleidung zurück, okay? Dann mieten wir uns im fünften Stock ein. Come on! Gesagt, getan. Tom und ich fuhren als Mr. und Mrs. Blade zum Südbahnhof, zogen uns im Zug um, maskierten uns und kehrten getrennt zurück ins Bristol. Ich mietete als Norweger Carstensen das Zimmer 514, Tom checkte als Amerikaner Mr. Firehand in 515 ein. Durch Bill wussten wir von der Verbindungstür zwischen den beiden Zimmern und kurz nachdem ich meine Koffer abgestellt hatte, hörte ich schon das vereinbarte Klopfzeichen. Ich antwortete und Tom öffnete mit seinem Spezial-Dietrich die Verbindungstür. Wir verabredeten uns zum Abendessen im Speisesaal. Dort sollten die Anwesenden Zeugen eines Wiedersehens alter Geschäftsfreunde werden. Während wir uns als Carstensen und Firehand lautstark über Baumwollgeschäfte ausließen, beobachteten wir gleichzeitig die anderen Gäste. Doch niemand erschien verdächtig. Gleichwohl glaubte Tom, den Russen Rachminow und seine Begleiterin von irgendwoher zu kennen. In der Nacht patrouillierten wir erfolglos durch die Gänge des weitläufigen Hotels und wurden dabei ständig von wachsamen Hausdetektiven beobachtet, bis wir gegen 2 Uhr morgens erschöpft in Toms Zimmer zusammentrafen. So kommen wir nicht weiter. Vielleicht sollten wir doch mit offenen Karten spielen und uns Stafford anvertrauen. Warum hatte ich eigentlich vorhin der junge Deutsche an der Rezeption nach einem Autogramm gefragt? Er hat mich wohl wegen meines falschen Namens mit irgendeinem Westernhelden verwechselt, fragte mich, ob mein Vorname Old sei. That's absolutely absurd.
Old Firehand? Nie gehört. Unglaublich. Warum? Du würdest auch als Cowboy eine gute Figur machen. No. Am Fenster. Da war ein Gesicht. Im fünften Stock? Ich bitte dich. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Und ich könnte schwören, dass es die gleiche Visage war, die ich hinter der Glastür im Hotel Kaiserhof erblickt habe. Oh yes. Aber hier draußen ist niemand. Natürlich nicht. Nur ein Wahnsinniger würde in einer solchen Höhe auf dem schmalen Sims balancieren. You think so? Dann pass mal auf. Er kann ja nur aufs Dach des Küchengebäudes geflohen sein. Gottes Willen. Komm, komm wieder rein. Bin gleich zurück, mein Alter. Keine Angst. Den Kerl lass ich nicht entkommen. Okay, come on. Tom kletterte den Sims entlang und entschwand schließlich meinen Blicken. Eine gute Stunde lang blieb er verschwunden, bis er schließlich rußgeschwärzt und zerschunden wieder durch das Fenster hereinkletterte. Lieber Himmel, wie siehst du denn aus? Puh, und du riechst nach Bratfett und Kohl. Bist du in eine Feueresse gefallen? Stimmt auffallen, mein Alter. Puh, beinahe wäre ich nicht wiedergekommen. Ja, mach es doch nicht so spannend, Tom. Was ist passiert? Auf dem Dach des Küchengebäudes beugte ich mich über den breiten Kaminschacht, um zu sehen, wohin der heimliche Beobachter verschwunden sein könnte. Da erhielt ich einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte kopfüber hinein. Aber wie hast du... Ein Toter hat mich gerettet. Ein Geist? No, eine wahrhaftige Leiche. Nämlich die des verschollenen Liftboys. Oh yes, er hing dort aufgeknüpft im Schacht. Er hat sich aufgehängt? That's wrong, mein Alter. Ich hab mir die Schlinge genau angesehen. Jemand hat ihn dort aufgehängt. Ein perfektes Versteck für ein Mordopfer. Oh yes. Bis irgendwann seine Schuhe im Suppentopf gelandet wären, ja. Erzähl doch weiter. Mein Sturz wurde also überraschend gebremst. Ich klammerte mich fest, dass ich endlich wieder die Steigeisen unter mir fühlte. Dann erst konnte ich meine Taschenlampe benutzen und nur mühsam einen Schrei unterdrücken, als der Lichtstrahl auf das schwarze, aufgedonsene... Keine Details, bitte. Okay. Ich harrte also in dem Schacht aus, bis die Luft wieder rein war. Es ist ja fürchterlich. Wir haben es hier offensichtlich mit einer Bande von äußerst skrupellosen Verbrechern zu tun. Hat man dich erkannt? Unmöglich. Mit roter Perücke und aufgemalten Sommersprossen... Man hielt mich gewiss für einen neugierigen Hotelgast irischer Abstammung. Oh, yes. Kein Wort in Gottes Ohr. Da, was zum... Psst. Da liegt auf einmal ein Zettel. Hier, lies vor. Mr. Shark, verkaufen Sie uns nicht für dumm mit Ihrem lächerlichen Mummenschanz. Wir wissen alles. Reisen Sie unverzüglich ab... Sonst ergeht es Ihnen wie dem Liftboy, das Hotelgespenst. Da, Tom, wir sind enttarnt. Unsere Papiere in den gestohlenen Brieftaschen. Damn. Aber wie kam der Zettel denn bloß hier herein? Was machen wir denn jetzt? Morgen früh kontaktieren wir Roger Stafford, den Hoteldirektor. Ha, ohne Papiere? Gib cool, mein Alter. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Good morning. My name is Tom Shark. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von Generaldirektor Thompson. Ach, das war der Brief, wegen dem du im Kaiserhof nochmal umgekehrt bist. Herzlichen Dank, Mr. Shark, Dr. Strong. Wie kann ich Ihnen helfen? Mr. Stafford, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir jagen Ihr Gespenst. Die Sache ist ernst, you know? Sie sollten einen Schornsteinfeger rufen. Wie bitte? In der Feueresse des Küchengebäudes... hängt die Leiche des verschollenen Liftboys. Jemand hat sie dort aufgeknüpft. Grundgütiger, der arme Junge. Er war ja geradezu versessen darauf. Cumberland, was gibt es? Der neue Liftboy.
Er ist weg. Verschwunden. Bill! Oh nein. Lass es geschehen. Knapp und präzise, please. Genau wie bei seinem Vorgänger. Er brachte einen neuen Gast in den 5. Stock und kehrte nicht zurück. Ich klingelte nach ihm. Er kam nicht. Und schließlich stieg ich wütend die Treppen hinauf. Aber der Lift war leer. Als hätte sich der Boy in Luft aufgelöst. Komm mit, Pip. Schnell. Was haben Sie vor? Später, Mr. Stafford. Holen Sie die Police und schicken Sie die Beamten auf das Dach. Sie müssen die Leiche bergen. Muss das sein? Na gut. Pip, schnell in den Essenschacht. Vielleicht haben die Gauner Bilder ebenfalls versteckt, you know? Oh nein. Ja, come on, worauf wartest du? Zu unserer großen Erleichterung war Bill nicht im Rauchfang. Dennoch bestand kein Zweifel, dass sich unser treuer Freund in Lebensgefahr befand. Tom ermittelte an der Rezeption den Hotelgast, den Bill auf seiner letzten Fahrt in den 5. Stock hatte bringen sollen. Es war ein gewisser William Parker, ein altbekannter Stammgast mit makellosem Leumund, der seit Jahren in Bristol abzusteigen pflegte, wenn er sich auf Geschäftsreise befand. Ihm war nichts weiter aufgefallen, nachdem er den Lift verlassen hatte, auch keine verdächtigen Personen. Den Rest des Tages setzten wir verzweifelt unsere Suche fort. Wir kletterten über die Dächer der Nachbarschaft, durchstöberten den Keller und die Bodenräume. Aber Bill schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Die Polizei barg die Leiche des armen Liftboys und Generaldirektor Thompson erschien vor Ort. Tom hatte seine liebe Mühe, ihn zu beruhigen. Die Gäste waren unruhig, viele reisten schon vor dem Abendessen ab. Verständlicherweise wollte niemand in einem Hotel speisen, wo man Leichen in der Esse über dem Herd versteckt. Erst spät trafen Tom und ich wieder in meinem Zimmer zusammen. Wollen wir weiter untätig bleiben? Herrje, vielleicht ist Bill den Gaunern schon zum Opfer gefallen. Was ist los, Tom? Du schaust so finster drein. Vermaledeit! Während unseres sinnlosen Herumgeturnes auf den Dächern ist der Russe Rachminow abgereist. Damn! Ah, verflixt. Wir hätten ihn beschatten sollen. Unser einziger Verdächtiger. Das war äußerst dumm von dir. Warum hast du nicht... Moment, wer ist denn hier der Meisterdetektiv? Pitt, du bist doch wahrlich alt genug. Muss ich denn immer für uns beide denken? Hä? Erlaube mal. Schon gut, schon gut. Cool down, hier, nimm eine ägyptische. Danke. Du bist ungerecht. Ich habe keine Mühen gescheut. Bin sogar schon wieder im Weiberfummel herumstolziert. Ist gut, Pitt. Keep cool. Schweig. Ich muss nachdenken. Ja, schön, ich schweige, damit der Herr Meisterdetektiv seine genialen Pläne schmieden kann. Aber unter Protest. Schmoll doch nicht, mein Alter. Sag mal, ist deine angeklebte Nase verrutscht? Wie? Nein, die habe ich doch längst abgenommen. Aber mit deinem Gesicht stimmt auch etwas nicht. Seit wann schielst du eigentlich? Ich? Du schielst. Kann sein. Mir ist etwas ignorant zumute. Du, der Tabak riecht seltsam. Ich kann mich kaum mehr rühren. Ich auch nicht. Du guckst wie ein Hühnchen. Ein geräucherter Liftboy und zwei geräucherte Detektivhühnchen. Damn, da hat uns jemand etwas in die Zigaretten gemischt. Oh, da kommt Besuch. Mein Herr, warum kommen Sie ohne anzuklopfen durch den Schrank und nicht durch die Zimmertür? Ich kenne Sie doch von irgendwoher. Mein Kopf! Tom, wer sind die drei Maskierten? Ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Bist du hier? Genau neben dir, mein Alter.
Wir sind an eine Stahlschiene gefesselt, you know. Und ich bin auch hier, Master Strong. Auf der anderen Seite. Bill! Oh, wie gut, deine Stimme zu hören. Du lebst. Aber nicht mehr lange. Naja, die kleine Freude eines Wiedersehens wollt mir nicht verwehren, bevor wir die Welt für immer von euch Plagegeistern befreien. Ich weiß nicht, ob die amerikanischen Verbrecher durchweg dümmer sind als hier in Europa. Aber, lieber Mr. Shark, seit Ihrer Ankunft in Bristol hat mich Ihre Leistung als Ermittler doch überaus enttäuscht. Dass es so leicht werden würde, einen sogenannten Meisterdetektiv samt zweier Gehilfen auszuschalten, hätten wir nicht zu träumen gewagt. Stimmt's, Kameraden? Oh ja. Hallo, Freunde. Was haben Sie vor? Nun, während Sie Bekanntschaft mit dem Zauber der Elektrizität machen, werden wir ein letztes Mal das Hotelgespenst durchs Bristol spuken lassen, um uns dann, ganz wie Sie selbst, Mr. Shark, in Übersee zur Ruhe zu setzen. Das ist nicht gut, Master Shark. Gar nicht gut. Ich ahne es bereits. Nur, dass diese Ahnung Ihnen diesmal nicht die Haut retten wird, Mr. Shark. Für die Unbedarfteren unter unseren Gästen werde ich die Wirkungsweise unserer kleinen Konstruktion etwas näher erläutern. Nicht ohne Stolz, denn die Idee für Ihre Exekution entsprang alleine meinem ebenfalls genialen Hirn. Sie sind nichts als ein übler kleiner Hoteldieb. Und zudem ein Hobbybastler. Kurz und vereinfacht. Die Stahlschiene, auf der Sie jeweils im Kontakt mit dem rasierten Hinterkopf mittels Hanfseilen befestigt sind, ist über einen dünnen Kupferdraht mit jener Uhr an der Wand befestigt, die wiederum mit einem Starkstromkabel in Verbindung steht. Wie Sie sehen können, stehen die Zeiger momentan auf 11:55. Wenn es gleich Mitternacht schlägt, bewirkt ein kleines Federchen den Starkstromkontakt. Und unser beliebtes Detektivtrio erlebt am eigenen Leibe, wie sich die Delinquenten in Sing Sing fühlen dürften, wenn sie auf dem vielgepriesenen elektrischen Stuhl so überaus human aus der Gesellschaft entfernt werden. Niederträchtiges Verbrechergesindel! Ja, noch 4,5 Minuten Zeit für große letzte Worte, die leider ungehört verhallen werden, Mr. Shark. So gern ich mir das Spektakel in Ruhe ansehen würde, wir haben noch einiges zu tun und möchten uns daher empfehlen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen, meine Herren. Adieu. Wie bist du Ihnen in die Hände gefallen, Bill? Der Hotelgast, den ich nach oben bringen sollte, schlug mich nieder. Und ich erwachte in einem Kleiderschrank. Ja. William Parker. Also doch. Richtig. Sein Gesicht sah ich aus unserem Schrank hervorlugen, kurz bevor mich die Sinne verließen. Er war es auch, der gerade mit uns sprach. Die Zeit drängt. Weiter, Bill. Come on. Man trug mich über die Dächer davon, mit einem Sack über den Kopf. Und hat mich hier wie einem Rollmops verschnürt und mich meinem Schicksal überlassen. Schließlich kehrten die Schurken zurück. Und jemand rasierte mir den Hinterkopf und band mich an diese Schiene. Als ich die Augen aufschlug... Den Rest kennen wir, you know? Tom, was nun? Hast du einen Plan? Selbstverständlich. Ich konnte vorhin beobachten, dass der Kupferdraht mittels einer lockeren Öse an einem Haken an der Stahlschiene befestigt wurde, you know? Wenn wir alle drei gleichzeitig unsere Köpfe heben und es uns gelingt, die Schiene anzuheben, schaffen wir es vielleicht, dass der Draht vom Haken springt, okay? Liebe Freunde, dear friends... So, Leibniz! Das ist zu schwer, Master! Ja, noch einmal, mit vereinter Kraft, zugleich! Ja. Das klappt nicht. Nicht aufgeben, Bill! Zugleich! Es ist bereits 11:55. Die Uhr läuft viel zu schnell. One more time! Zugleich! Wir sind verloren! No way! Ah, ja, wir haben es geschafft.
in letzter Sekunde. Und jetzt? In der Ecke stehen Flaschen. Wenn es uns gelingt, dort hinüber zu rutschen, nur weg von dem Draht. Es geht besser, wenn wir die Beine anwinkeln. Nochmal, dann komme ich mit den Füßen an die Flaschen. Eins, zwei, drei. Doch. Ich bekomme gleich einen Krampf im Nacken, Master Tom. Weiß schon. Es klappt. So, jetzt muss ich die Schaben zu meiner Hand kicken. Ja. Ja. Ich habe einen. Okay. Wie immer genial, Tom. Aber ich krieg meine eigenen Fässer nicht aufgestellt. Pit, wir müssen uns den Rücken zudrehen. Oh nein. Versuch ich's bei dir, okay? Aua! Tiefer! Du musst tiefer schneiden! Ah, doch! Halt still! Aua! Ja. Ja, jetzt schneidest du an der richtigen Stelle. Ich hab die Hände frei. Okay. Mach uns los! Come on! Ich muss erst das Seil und meinen Kopf abkriegen. So. Gott sei Dank. Flugs befreit sich Tom und Bill aus ihrer misslichen Lage. Wir drei boten einen erbärmlichen Anblick. Rasierte Hinterköpfe, zerschlissene mit Rotwein aus den zerbrochenen Flaschen getränkte Kleidung und der tiefe Abdruck eines Hanfseils quer über die Stirn. Master Tom, hier muss es noch einen zweiten Raum geben. Heute Morgen belauschte ich ein Gespräch, in dem es um eine junge Frau ging, die morgen früh mit dem Dampfer nach Südamerika gebracht werden soll. Dabei muss es sich um Mrs. White handeln. Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Dem Geruch nach in einem Teil der weitläufigen Londoner Kanalisation. Suchen wir eine verborgene Tür. Einen Augenblick. Ich muss mich kurz setzen. Was zum... Da ist deine Tür. Der Kachelofen, auf den du dich gesetzt hast, beherbergt einen geheimen Mechanismus. You see, my boy? Lass mich nachsehen. Zum Glück habe ich noch meine Taschenlampe. Da ist ein Schacht mit einer Leiter, der steil nach unten führt. Los, Freunde, keine Müdigkeit vorschützen. Come on, friends, eine Dame ist in Not. Nach dir, Tom. Es ist dunkel hier. Be quiet. Das Hotel ist nicht weit vom Lagerhafen. Du kriegst es bis dahin unterirdischen Keller voll. Ja? Vielleicht ist es doch ein alter Schleusen. Ich bin unten. Wohin führt dieser Tunnel? Sieht nach einer Sackgasse aus. No. Da hinten führt eine Leiter wieder hinauf. Vorwärts. Ich höre Wasserrausch. Wir sind buchstäblich in der Londoner Unterwelt. Hier sollen sich schon Leute verlaufen und die wieder herausgefunden haben. Sich doch leiser. Wie weit? Vielleicht haben die schon irgendwo eine Wache passiert. Da! Ich höre etwas! Klingt nach einer Frau. Aber ich sehe keine Tür. Seit Hunderten von Jahren haben Verbrecher hier ihre Beute versteckt. Sie hatten alle Zeit der Welt, um Geheimtüren und Fallen zu konstruieren. You know? Fallen? Du lieber Himmel, wir sollten aufpassen, wo wir hintreten. Nee, was machst du, Tom? Ich klopfe die Wände ab. Hier, diese Steinplatte klingt hohl. Und ja, sie lässt sich verschieben. Dahinter ist eine Tür. Unser Bill ist ein Meister im Feststellen des Offensichtlichen. Sie ist nicht verschlossen. Hallo? Auf dem Bett liegt jemand. Sind Sie es, Miss White? Da oben an der Decke ist eine Falltür. Ich werde mal auf den Tisch steigen und nachsehen. Bitte, hörst du die Tür?
dich um das Weib? Was haben diese Verbrecher mit Ihnen gemacht, mein Kind? Och, Sie haben mir fast nichts am Leibe. Hat man Sie... Nein, nein. Einer von der Bande machte ein paar anzügliche Bemerkungen. Aber die an der Entführung beteiligte Dame, die trat ihn daraufhin ans Schienenbein. So, das war die letzte Fessel. Mein Retter! Oh, danke. Nicht doch. Lassen Sie Mr. Strong los, mein Kind, und bitte bedenken Sie sich. Über uns befindet sich übrigens ein riesenhafter Hafen, genau durch den wir nach draußen. Der Herr auf dem Tisch ist Mr. Tom Shark, der Meisterdetektiv aus Amerika. Sie haben sicher von ihm gehört. Nicht, dass ich wüsste. Bringen Sie mich zu meinem Vater? Wir sollten vorerst nicht ins Hotel zurückkehren, Miss White. Das würde die Verbrecher alarmieren. Okay. Ich habe jedoch vor, das Hotelgespenst auf frischer Tat zu ertappen. Bill, du bringst das Mädchen ins nächste Hospital. Ich muss protestieren. Und es geht mir gut. Ich würde gerne mitkommen und ihm helfen. Nichts da. Das ist zu gefährlich für eine junge Frau. Wieso denn? Ich bin eine sehr gute Schützin, da wo ich herkomme. Bill, bringen Sie hier raus. Pitt und ich müssen noch einmal zurück und das Tunnelsystem nach einem Zugang zum Hotel Bristol erforschen. Come on. Sehr wohl. Kommen Sie mit nach oben, Miss. Was? Sie lassen mich alleine mit einem Wilden? Da wäre ich lieber in einer Zelle geblieben. Keine Angst, Miss White. Bill ist ein zivilisierter Neger. Kann ich nicht doch lieber mit Ihnen mitkommen, Mr. Tark? No. Wiedersehen. Du wirst rot wie eine Tomate, mein Alter. Folge mir, das wird sich abkühlen. Master Tom, Master Pete, Hilfe! Das kam von oben. Schnell, die Bande ist zurückgekehrt. Geh du zuerst durch die Klappe, Pete. Die Waffe runter, der Schuft! Einen hast du entwaffnet. Vorsicht! Ich hab den zweiten im Schwitzkasten, Master Tom. Wo ist die Frau? Na hier, bei mir. Und Vorsicht, sie hat ein Messer. Was jetzt? Ich kann doch keine Frau schlagen. Oder? Aber ich. Alle Achtung, das war ein sauberer Knockout. Bill, fessel die beiden mit diesem Tau hier. Ich nehme ihnen die Masken ab. Ha! I knew it! Dachte ich's mir noch. Der Russe racht ihn auf und seine Frau. Da! Der Dritte ist wieder aufgestanden und versucht zu entkommen. Das ist Mr. Parker. Hinterher, Pitt. Come on! Bill, du und Miss White bringen das saubere Pärchen zur nächsten Polizeistation. Wir folgen Parker. Alles klar, Master Strong. Mit dem größten Vergnügen. Denen haben wir es gegeben, was will. Sehr wohl. Tom und ich folgten William Parker durch das Labyrinth des Londoner Untergrunds zurück zu dem Raum, in dem wir vor kurzem knapp dem Tode entronnen waren. Dort schlüpfte der Flüchtige durch eine weitere verborgene Tür in einen Schacht, der sich zu unserem Erstaunen als der Essensschacht der Hotelküche entpuppte, in dem der arme Liftboy sein Ende gefunden hatte. Hustend und tränenden Auges kletterten wir über die Steigeisen-Parker hinterher auf das Dach des Küchengebäudes. Please, Parker! Stehen bleiben! Sie entkommen uns ja doch nicht! Kampflos kriegt ihr mich nicht, ihr Superdetektive! Na los, Mr. Shark! Zeigen Sie Ihr Können! Nur zu gerne! Keine Sorge, mein Alter! Ich boxe schon seit... Mit Ihrem Mundwerk werden Sie mich nicht besiegen, Shark. Na schön. Ein fairer Kampf. Von Mann zu... Achte auf deine Deckung! Stopp, ich gebe auf. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Das Hotelgespenst wird wieder zuschlagen. Und es gibt nichts, was Sie dagegen unternehmen können. Das ist mir bewusst, Mr. Parker. Angenehme Ruhe. Sleep. Sieben. Acht.
Nein! Aus! Bravo, Tom! Okay, wir holen den Kerl später ab, mein Alter. So schnell steht der nicht wieder auf. You know? Zunächst sehen wir uns die Zimmer an, die gestern noch der Russe Rachminow bewohnte. Warum? Da wohnt jetzt ein reicher Amerikaner mit seiner Tochter. Wir können sie bequem über den Sims erreichen, wenn wir mit dem Blitzableiter vom 5. auf den Balkon im 2. Stock klettern. Okay? Den Weg hat die Bande genommen, als sie Miss White entführt hat. That's right. Follow me. Come on. Du meinst, es gibt noch Helfershelfer im Hotel und der eigentliche Dieb ist noch zu Gange? You've got it. Und ich habe vor, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Siehst du? Hier ist Parkers Zimmer. Von hier aus gelangt er schnell durch die Esse in die Räuberhöhle. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich steige zuerst hinab. Notfalls fange ich dich auf. Na los, komm schon. Come on. Es war tiefste Nacht und nur durch vorsichtiges Tasten nach jedwedem hervorstehenden Stein oder Vorsprung gelangten wir langsam am Draht nach unten in den 2. Stock. Wir kletterten auf den mittleren Balkon. Tom öffnete völlig geräuschlos die Balkontür und wir betraten einen Salon. Flüsternd gab Tom mir Anweisungen und ich begab mich nach links, wo sich das Schlafgemach des Amerikaners befand. Tom ging nach rechts und beobachtete das Zimmer des Mädchens. Vater und Tochter waren offenbar gerade zu Bett gegangen. Die Nachttischlampe brannte, sodass ich alles sehen konnte. Der Amerikaner war über der Lektüre eines Romans eingeschlafen. Eine Weile geschah nichts. Dann hörte ich das bekannte scharrende Geräusch. Und eine schlanke, menschliche Hand, die einen auffälligen Brillantring trug, erschien über dem Nachttisch. Sie schien völlig körperlos in der Luft zu schweben. Zielsicher griff sie nach der prall gefüllten Brieftasche des Amerikaners und verschwand sogleich wieder spurlos. Erneut ertönte das leise Scharren. Atemlos drehte ich mich zu Tom um, der ebenfalls gebannt auf den Nachttisch der schlafenden Lady starrte. Tom, hast du gerade auch eine schwebende Hand gesehen? Psst, leise, be quiet. Schnell, folge mir nach draußen. Auf den Nachbarbalkon. Was hast du? Der Dieb ist im Nebenzimmer. Komm. Geh du vor. Das Zimmer ist völlig dunkel und offenbar unbewohnt. Da macht jemand eine Taschenlampe an. Da. Die Hand mit dem Brillantring. Das ist der Dieb. Willst du wohl ruhig sein, du Törichter? Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Er geht hinaus auf den Flur. Tom, wie konnte diese Hand aus dem Nichts erscheinen? Mein Alter, du hast es doch gerade selbst gesehen. Verstehst du noch immer nicht? Hm? Es mag an der Höhenluft und dem vergifteten Tabak liegen. Der Lichtschalter. Über jedem Nachttisch in Bristol befindet sich ein Lichtschalter. Diese sind von einer ungewöhnlich breiten Holzverschalung umkleidet. Das ist mir durchaus aufgefallen. Der Dieb besitzt eine sehr schmale Hand. You see? In gewissen Zimmern sind die Schalter so eingerichtet, dass sie sich vom Nebenzimmer aus vollkommen zurückziehen lassen. Es entsteht somit ein rundes Loch, durch das geschmeidige, flinke Finger ohne weiteres fassen können. Eine so einfache wie geniale Art des Diebstahls. Du scheinst die Burschen ja beinahe zu bewundern. Durch eben dieses Loch wurde vermutlich auch die Stange mit dem chloroformierten Wattebausch gestreckt, mit der Miss White betäubt wurde. Parker hat sie dann über die uns nun bekannten Wege die Fassade hinauf und durch die Esse hinab ins Räubernest geschafft. Cool. Aber wer ist das Hotelgespenst, Tom? Wart's ab, mein Alter. Jetzt holen wir erstmal Parker vom Dach. Come on. Nicht schon wieder klettern. Bei Scotland Yard staunte man nicht schlecht, als Tom und ich den gesuchten William Parker auslieferten.
Er und seine Spießgesellen, das steckbrieflich gesuchte Ehepaar Rachminow, die Bilder Polizei übergeben hatte, schwiegen sich jedoch beim Verhör hartnäckig aus. Offenbar hofften sie noch auf Hilfe von außen. Tom gab unsere Erlebnisse kurz zu Protokoll. Meine vorsichtig geäußerte Hoffnung, nun bald erschöpft ins Bett sinken zu dürfen, zerstreute Tom allerdings mit einem hämischen Lachen. Gegen 4 Uhr früh begaben wir uns mit Bill ins Hotel Royal und klingelten den Arm Mr. Thompson, der dort eine Suite bewohnte, aus dem Tiefschlaf. Du lieber Himmel, Mr. Shark, Mr. Strong. Was ist denn nur mit Ihnen geschehen? Und wie Sie riechen? Ich darf Ihnen die freudige Mitteilung machen, dass wir einen Großteil der Diebesbande dingfest machen konnten. Außerdem bin ich sicher, dass Ihre Aktiengesellschaft bald das komplette Diebesgut wieder an die Bestohlenen zurückgeben kann. Oh yes! Ja, und das haben Sie gleich mit ein paar Flaschen Rotwein begossen, hä? Hätte das nicht bis morgen Zeit gehabt? Nun, tatsächlich sind wir stocknüchtern. Aber gewisse Umstände erforderten es... Ja, schon gut. Kommen Sie rein. Sie müssen meinen Aufzug schon entschuldigen. Aber wenn ich mir Sie so ansehe, muss ich mich wohl kaum meiner Frisur schämen. Wenn Sie erlauben, Master Tom, werde ich versuchen, auf diesem Sessel etwas zu ruhen. Brauchen Sie mich noch? Schlaf dich aus, Bill. Du hast deinen Part erledigt. Warten Sie. Ich würde gern eine Decke unterlegen, bevor Sie mir Flecken auf das Polster machen. So, bitte. Sie werden in ein paar Stunden Meldung von Bristol erhalten, dass das Hotelgespenst wieder zugeschlagen hat. Was? Aber Sie sagten doch gerade... Trickdieb und Rädelsführer sind noch auf freiem Fuß. Wer ist es? Einer meiner Angestellten? So reden Sie das doch... Das wird er Ihnen in Kürze selbst offenbaren. Bis dahin ist es dringend notwendig, dass man uns beide und unseren Diener Bill für tot hält. Okay? Tot? Ja, was ist denn nur geschehen? Wir sollten Inspektor Brown vom Yard anrufen und in Bereitschaft versetzen. Er soll sogleich einen Haftbefehl für den Bandenführer ausstellen und sich gegen 8 Uhr hier einfinden. Yes? Können wir bis dahin hier ausharren, Mr. Thompson? Ja, wenn es die Sache erfordert. Aber ich verstehe nicht... Vielleicht haben Sie auch ein paar Kleidungsstücke, die Sie uns leihweise zur Verfügung stellen könnten. Ja, von mir aus. Wobei die Ihnen kaum passen dürften. Haben Sie auch einen Schminktisch, Mr. Thompson? Wozu das denn? Wollen Sie mir nicht lieber endlich erzählen? Ich werde Ihnen gleich unsere Erlebnisse schildern. Wait a minute. Doch zunächst müssen wir uns maskieren. Der Täter soll ja keinen Verdacht schöpfen, okay? Wir verkleideten uns und schminkten uns notdürftig mit dem, was wir in Mr. Thompsons Badezimmer vorfanden. Dann erzählte Tom, der sich mit Kakaopulver einen südländischen Teint verpasst hatte, dem mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen lauschenden Thompson ausführlich unser Abenteuer. Wer jedoch das eigentliche Hotelgespenst war, behielt Tom hartnäckig für sich. Auch ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Der Morgen graute, als das Telefon kurz vor 8 Uhr klingelte. Wie erwartet war es Mr. Stafford, der von 6 Diebstählen berichtete, die das Hotelgespenst in der vergangenen Nacht in Bristol verübt hatte. Inspektor Brown erschien pünktlich um 8 Uhr. Bill blieb schlafend zurück, während wir uns, als Kriminalbeamte in Zivil getarnt, mit Thompson und dem Inspektor auf den Weg zum großen Finale in Bristol machten. Stafford saß wie vernichtet am Schreibtisch in seinem Büro. Mr. Stafford, haben Sie den Gästen die Erstattung der gestohlenen Beträge zugesichert? Sie wissen nicht, um welche Summen es sich handelt, Mr. Thompson. Allein dem Amerikaner im zweiten Stockwerk wurden 50.000 Pfund an Bargeld und der Gegenwert an Schmuck von seiner Tochter geraubt. Und das ist noch nicht alles. Das ist ja ungeheuerlich. Unglaublich. Mr. Thompson, wer ist der kleine Mann an Staffords Seite? Das ist Mr. Cumberland, mein Privatsekretär. Warum? Später. Fahren Sie fort, Mr. Stafford. Okay? Die Herren gehören zu Inspektor Brown. Ja, das sind Mr. Stitch und Mr. Needle. Needle vom Morddezernat. Ich frage nur wegen der ungewöhnlichen Aufmachung. Oh, ich habe in letzter Zeit etwas abgenommen. Deswegen sitzen die Hosen nicht mehr richtig. Geht mir auch so. Wir hatten sehr viel Stress.
Aber bitte zur Sache, Mr. Stafford. Ja, wo war ich? Der Detektiv. Richtig. Mr. Shark und sein Gehilfe Dr. Strong sind seit heute Nacht aus ihren Zimmern verschwunden. Der Zimmerkellner berichtet, dass die Zimmer aussehen, als ob ein Kampf stattgefunden hätte. Außerdem waren die Türen nur angelehnt und der Schrank stand offen. Im Salon riecht es zudem eigenartig süßlich nach verbranntem Harz. Ich fürchte das Schlimmste. Keine Sorge, bester Stafford. Die Herren sind wohl auf und befinden sich in ihrer nächsten Nähe. Mr. Shark steht kurz davor, den Fall endgültig aufzuklären. Was? Verdammt! Tom, der Brillantring des Diebes. Die schwebende Hand. Es ist Cumberland. Das weiß ich schon lange, mein Alter. Brown, Cumberland versucht zu fliehen. Wo willst du denn hin, mein Kleiner? Stehen bleiben, Freundchen. Hände hoch. Ist mir völlig egal, ob Sie mich entlarvt haben. Ich bin schon morgen im sonnigen Kalifornien und niemand wird mich davon abhalten. Auch Sie nicht, Mr. Shark. Stafford, Sie? Das ist nicht Ihr Ernst. Hören Sie mit dem Unfug auf und nehmen Sie die Waffe runter. Stafford und Ihr Privatsekretär sind die fehlenden Bandenmitglieder. You know? Dieses Wissen wird nur keinem von Ihnen etwas nützen. Cumberland, holen Sie die Beute. Wir verschwinden. Nicht so. Voreilig. Tom, du hast ihn entwaffnet. Das hätte ins Auge gehen können. Ist es auch. Der kleine goldene Engel auf Staffords Sekretär wird zukünftig eine Augenklappe tragen. Grundgütiger! Meine engsten Vertrauten sind kaltblütige Diebe und Mörder. Cumberland flieht. Oh, den schnapp ich mir. Hab ich dich, du gemeiner Wicht. Junge, der ist glitschig wie ein Aal. Legen Sie Stafford Handschellen an, Inspektor. Mit dem größten Vergnügen. Das andere Pärchen bekommt sein kleiner Freund, wenn Mr. Strong mit ihm fertig ist. Folgen Sie mir, Mr. Stafford. Augenblick. Wait a minute. Gestatten Sie, dass ich kurz die Innentasche Ihres Jacketts untersuche, Mr. Stafford. Finden Sie schwieriger Schlüssel. Ah, Evid. Zwei Schiffskarten. Vermutlich nach Amerika für heute Abend. Abführen. Wird erledigt. Woher wussten Sie denn bloß, dass Stafford das Hotelgespenst war? Das war nur ein Verdacht. Ja, ja. Cumberland hingegen hatte ich längst erkannt. Er belauschte unser Gespräch im Kaiserhof, versuchte uns in Berlin mit einem Motorrad zu töten und stattete uns hier im 5. Stock einen Besuch ab. Ich vergesse niemals dein Gesicht. Genau. So. Alles klar, mein Alter. Den geschmeidigen Trickdieb habe ich ausgeschaltet. Du blutest unterm Auge. Tut's weh? Ja, geht schon. Nun sollten wir schleunigst Mr. Staffords Privatgemächer aufsuchen, okay? Ich wette, dass wir dort die gesamte Beute reisefertig verpackt vorfinden werden. Oh yes. Mr. Shark, wie kann ich Ihnen nur jemals danken? Die UHG wird Sie natürlich großzügig für Ihre Mühen entlohnen. Das habe ich nicht nur. Zigarette? Oh, gerne. Ja, auf den Schock brauchen meine Nerven etwas Beruhigung. Ich nehme auch eine. Aha, wie haben wir das gemacht, Mr. Thompson? Fabelhaft. Es wird nicht leicht werden, den Ruf unseres Hauses wiederherzustellen, aber immerhin hat dieser furchtbare Spuk nun ein Ende. Und wieder stehe ich tief in Ihrer Schuld, Mr. Shark. Es war sehr ehrenhaft von Ihnen, Ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das ist mein Lebensmotto, Mr. Thompson. Wo immer ein Unrecht geschieht, wo immer finstere Mächte... Tom, warte mal. Sind das nicht die gleichen Zigaretten, wegen denen wir vorhin... Ach du Schreck, das habe ich ganz vergessen. Was ist mit den Zigaretten? Schmecken seltsam. Und meine Zunge wird zu schwer. Ich empfehle Ihnen, ui, Platz zu nehmen, Mr. Johnson.
Zwei Stunden später erwarten wir in Staffords vernebeltem Büro. Auch wenn Mr. Thompson wegen dem kleinen Missgeschick etwas ungehalten war, stellte er Tom einen großzügigen Scheck aus. Bill war bereits in Bristol angekommen und hatte unsere Koffer für die Heimreise gepackt. Ein letztes Mal maskierten wir uns, um den aufdringlichen Presseleuten vor dem Haupteingang zu entkommen, die natürlich längst Wind von der Ergreifung des Hotelgespenstes bekommen hatten, und machten uns heimlich, still und leise wieder auf den Weg in unsere deutsche Heimat. Die Fahrt über war ich mit Schreiben beschäftigt, auf der Fähre nur unterbrochen von kleinen Ausflügen an Deck, wo ich meinen spärlichen Mageninhalt in den Ärmelkanal entleerte. Am Berliner Hauptbahnhof angekommen, trennte ich mich schließlich unter einem Vorwand von Bill und Tom und besuchte noch einmal das Hotel Kaiserhof. Ich hatte dort eine Verabredung. Oh, Frau von Aspern, wie ich sehe, haben Sie mein Telegramm erhalten. Schön, Sie endlich in Persona zu treffen. Ich bin entzückt. Lieber Dr. Strong, die Freude ist ganz meinerseits. Ihren glänzenden Augen entnehme ich, dass entgegen anderslautenden Gerüchten kein Frauenfechter sind. Wie meinen? Nun, Ihre enge Freundschaft mit Mr. Shark wird von gewissen Kreisen als, recht intim interpretiert. Ich verstehe nicht. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Obgleich ich keinerlei Abneigung gegen Männer hege, die der Sodomie frönen. Erlauben Sie! Vergessen Sie das. Sie haben mir etwas mitgebracht. In der Tat. Hier sind meine gesammelten Aufzeichnungen über das Hotelgespenst. Erwarten Sie nicht zu viel. Stilistisch bin ich etwas unsicher. Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihr Manuskript hier und da zugunsten einer straffen Dramaturgie zu kürzen oder zu ergänzen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Erfahren Sie ganz nach eigenem Gutdünken, Gnädigste. Ich setze volles Vertrauen in Ihr schriftstellerisches Können. Von Ihrem Mohrenbild konnte ich recht wenig in Erfahrung bringen. Welchen Stamm gehört er denn in seiner afrikanischen Heimat an? Gerüchten zufolge beherrscht er ganz sonderbare Kampftechniken und er war Kannibale. Sein Vater mag den einen oder anderen deutschen Soldaten gefressen haben, aber Bill ist durch und durch amerikanisiert. Er ist vom Stamme der Hereros und ja, er ist sehr flink mit der Bola und dem Wurfmesser. Ob das für die deutschen Leser nicht doch etwas zu exotisch ist? Hier werden Neger zu den Affen gerechnet. Sie wären mir nicht böse, wenn ich ihn in meinen Romanen durch einen britischen Butler ersetze? Nur zu, das stört mich nicht. Böse müsste ich ihm wegen etwas ganz anderem sein. Aber wie? Was habe ich falsch gemacht? Sie hätten den Leuten vom Funk ja nicht gleich die Straße nennen müssen, in der Mr. Shark und ich jetzt wohnen. Wie wollen Sie denn neue Aufträge bekommen, wenn Hilfesuchende nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen? Ich hatte das Telegramm doch nicht falsch verstanden? Nein, nein, da haben Sie durchaus recht. Nun ja, jedenfalls danke ich Ihnen für den angeregten Schriftwechsel. Es war nicht leicht, Ihre Briefe vor Mr. Shark zu verbergen. Bill legte sie mir stets in ein Geheimfach meines Sekretärs. Dann ist er doch ein wenig eifersüchtig, Ihr Mr. Shark, nicht wahr? Lieber Dr. Strong, ich denke, Sie sollten rasch nach Hause, bevor Ihr alter Freund Verdacht schöpft. Sie werden sehr bald von mir hören, wenn ich unter Ihrem Namen veröffentliche. Und Sie meinen, das funktioniert? Und ob? Ich habe sogar eine Wette laufen. Au revoir, Dr. Strong. Wiedersehen, Gnädigste. Noch ahnte ich nicht, von welch kurzer Dauer unser häuslicher Frieden sein sollte. Denn schon am folgenden Morgen... Aber diese Geschichte will ich Ihnen lieber das nächste Mal erzählen. Sie trägt den spannenden Titel »Das Geheimnis der Jagostraße«. Goodbye. Thank you.
www.marktropolis.de